Hi, hallo und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ich bin gerade von meinem Hasen angestarrt worden. Es tut mir leid, das hat mich gerade etwas kurz durcheinander gebracht. Ja, heute ist Freitag und ich habe heute mal ein etwas ernsteres Thema und auch mal ein anderes Thema. Und zwar über die Geschichte in Barcelona. Also ich muss ja sagen, für alle, die dies noch nicht mitbekommen haben, da ist ja gerade ein Anschlag gewesen. Da ist ein, also ich weiß nicht, ob es ein Lastwagen, aber auf jeden Fall ein Fahrzeug ist in eine Menschenmenge gefahren und hat, also entschuldigt, meine Nase hat Magenkluckern, das ist ein bisschen ablenkend. Und ja, auf jeden Fall ist da ein Lastwagen in eine Menschenmenge gefahren und viele Menschen sind verletzt und auch einige sind gestorben. Und ja, auf jeden Fall muss ich zu diesem Punkt sagen, für mich, als ich das so gehört habe, war mein erster Gedanke, anscheinend scheinen die Terroristen sich auch nichts mehr Neues einfallen zu lassen, was nicht unbedingt nett ist, aber dass die immer wieder dieselbe Variante wählen, ist ja auch etwas, ja, sehr durchsichtig. Und dann frage ich mich auch für mich, also wieso nicht mehr die Lastwagen überprüft werden, wieso da nicht mehr gemacht wird, wenn man sieht, dass ein Lastwagen da irgendwie verschwindet oder irgend sowas. Und ich habe, also soweit ich gehört habe, gestern Abend in den Nachrichten vom ZDF war es wohl so, dass die Alarmstufe schon fast auf der höchsten Ebene war und dennoch ist noch was passiert. Und dann habe ich mich für mich so gefragt, wie viel Sicherheit haben wir eigentlich noch, wenn die Leute mehr angehalten sind aufzupassen, wenn mehr Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, dennoch die Dinge immer noch passieren. Andererseits habe ich auch überlegt, man kann ja auch nicht alles irgendwie verhindern, vereiteln oder ja, irgendwie, ja, einfach, ja, dafür sorgen, dass gar nichts mehr passiert. Das funktioniert so einfach auch nicht, weil irgendwie, irgendwo schlüpft immer jemand durchs System und wird nicht gesehen und oder nicht beachtet oder wird anders eingeschätzt. Ja, und eine andere Sache, die ich mich gefragt habe, ist, warum muss es eigentlich Terrorismus überhaupt geben? Ich meine, egal wie es gemacht wird, ob jetzt jemand sich selbst hochsprengt oder ob er mit dem Auto irgendwo reinfährt oder ob er irgendwelche Leute mit Messern attackiert. Ich finde das so sinnfrei, weil ich finde, man über die ganze Gewalt... Entschuldigt. Mein Hase ist gerade in die Küche gehüpft und ärgert jetzt meine Mutter, wie es scheint. Ja. Und jetzt bin ich voll raus gerade. Ja, ich finde auf jeden Fall, dass Gewalt nie die Lösung ist, egal in welche Richtung. Ich finde auch, dass nicht die Lösung ist, gegen den IS anzukämpfen, weil ich finde einfach nicht, dass das Sinn macht, weil je mehr man kämpft, je mehr Wut entsteht, und je mehr Wut entsteht, je mehr Leute neigen dann dazu, eher dann in irgendeine Richtung zu gehen. Entweder wir müssen alle den IS bekämpfen und dann gibt es da dann wieder den Streit und die Toten und die Verletzten, oder in die Richtung, wir müssen die unterstützen, weil alle anderen sind ja voll so dagegen. Und ich weiß nicht, wie man da drauf kommt, aber ich habe mir das jetzt eben gerade erst mal so vorgestellt. Ich kann es mir nicht selbst erklären, wie man in diese Gedankenschleifen kommt. Ja, für mich ist auch klar, dass ich für meinen Teil finde, dass immer eine, ja, dass es irgendwie das Schlimmste ist, dass wenn man es nicht bemerkt, dass man einfach nicht bemerkt, wenn jemand so solche Gedankengänge hat und wenn jemand so wütend ist, dass viele Leute das einfach gar niemanden haben, der da sich genug für einen interessiert, dass das bemerkt und einem helfen kann, bevor irgendwie so eine radikale Einstellung entsteht. Und ja, ist ein schwieriges Thema, muss ich zugeben, aber ich versuche es so gut ich kann zu erzählen. Ich möchte nämlich irgendwie jetzt niemandem auf den Schlips treten, aber ich kann eben nur das erzählen, was ich so für mich beobachte und was für mich irgendwie so die Sachen sind, die ich da auf jeden Fall merke. Was ich für mich auch merke, ist früher, als ich jünger war und in den Nachrichten gehört habe, ja, so und so viele Tote in Bagdad, in Syrien, in
Afghanistan oder auch im Kongo habe ich immer oft gedacht, so, okay, traurig für die Angehörigen, aber passiert. Aber sobald es irgendwie näher an die eigene Erlebenswelt ranrückt, nämlich als ich die Geschichte gehört habe mit Paris, mit Charlie Hebdo, da war ich schon sehr schockiert, dass sowas passiert. Und ich weiß, es klingt irgendwie so blöd, wenn man das sagt, aber ich glaube, man hat immer mehr Angst oder mehr Sorge oder fängt auch mehr an, über solche Themen zu reden, wenn es in die eigene Erlebenswelt mehr oder weniger eindringt. Bevor das in deiner eigenen Welt ankommt, ist es ja eigentlich immer nur so dieses Prinzip, ja, da passiert was, aber es muss mich ja nicht interessieren, weil ich bin ja nicht davon direkt betroffen. Und das ist eigentlich, glaube ich, der größte Fehler, den wir machen, in meinen Augen, nämlich erst dann etwas wahrzunehmen als gefährlich, als bedrohlich, wenn es denn eigentlich schon zu spät ist. Und ich finde es für mich, fände ich es eine gute Sache, wenn wir mehr tun würden, bevor irgendwie sowas passiert. Ja, das klingt jetzt ein bisschen blöd, weil man kann ja nicht in die Zukunft sehen, aber ich finde, wir mehr Perspektiven, also ich habe auch oft das Gefühl, dass Terrorismus ein Problem der Perspektiven ist. Also, dass viele Leute das Gefühl haben, sie haben keine Perspektive, keine Zukunft oder auch eben keine Hoffnungen mehr. Und ich finde irgendwie, dass wir denen auch etwas mehr Hoffnung und Perspektive hätten geben können sollen. Ja, entschuldigt. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt anders formulieren soll. Und ja, ich für meinen Teil, ich bin einfach auch der Ansicht, wir sollten in diesem Punkt dann nicht anfangen, sowas zu denken wie die doofen Leute vom IS, die machen uns alles kaputt oder so oder und sowas, sondern wir sollten einfach mal wieder etwas näher zusammenrücken und vielleicht nicht anfangen, mehr Streit zu haben mit den anderen Leuten oder auch mit Muslimen, die gar nichts damit zu tun haben, sondern einfach auch mal wieder anfangen, ja, etwas mehr zusammenzurücken, mehr eine Gesellschaft zu sein, mehr zusammen zu sein und mehr unsere Werte zu leben. Weil egal wie man es sieht oder auch dreht und wendet, wenn wir unsere Werte nicht leben, dann ist kein Wunder, wenn unsere Werte irgendwann weg sind und sie dann durch andere Werte ersetzt werden und andere dann ankommen und sagen, entschuldigt mich gerade, der Hase über die Beine gesprungen, es war gerade etwas uncharmant. Ja, und andere Kulturkreise dann kommen und uns ihre Kultur versuchen wollen aufzudrängen. Und ja, das kann nur dann funktionieren, wenn wir unsere eigene Kultur und unsere Werte, unsere Güter und unser Leben nicht mehr so leben, wie wir es früher gelebt haben, weil in Angst zu leben ist nie die Lösung. Und auch wenn es schwierig ist und auch wenn man natürlich immer, wenn man nach sowas gehört hat, erstmal eine Weile lang grübelt, also ich neige dazu immer, besonders dann, wenn ich Schlafmangel habe. aber es macht keinen Sinn, weil es bringt nichts und es macht auch nicht besser. Es macht nicht besser, es ändert nichts. Und das Einzige, was etwas ändern kann, ist, wenn wir alle irgendwie zusammenhalten und wenn wir uns mehr darauf zurückbesinnen, was wir in unserer Welt tun. Und wenn wir einfach den anderen Menschen gegenüber etwas offener sein könnten. Ich will jetzt wirklich niemanden versuchen, irgendwie eine Predigt zu halten, aber das ist einfach so meine Ansicht zu dem Punkt. Und ja, ich hoffe einfach mal, ich bin mal gespannt, was ihr mir dazu sagt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare oder auf Facebook oder auf Twitter oder eben eine E-Mail an die bell.redmail@outlook.com. Ich hoffe jetzt, dass ich niemandem irgendwie extrem auf den Schlips getreten bin und es tut mir leid, falls doch. Aber ich wollte einfach mal meine Sicht der Dinge dazu sagen und wie ich das gerade so befinde. Und ja. Ich hoffe, dass ihr auf jeden Fall, dass euch mein Video gefallen hat. Wir sehen uns dann nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, tschüss!